habe heute das Fragen- und Antworten-Video für euch, was ich euch ja schon länger versprochen habe, aber mir nie hingekriegt habe zu drehen. Dafür sind jetzt noch ein paar Fragen dazugekommen. Ich habe die Fragen hier auf meinem Handy, deswegen muss ich ab und zu mal nach unten gucken. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir einfach direkt mal an. So, die erste Frage ist, was sind deine oder eure Stärken bzw. Schwächen? Also ich würde sagen, unsere beide Schwäche liegt in der Dressur, weil ich mich da nie so für interessiert habe und dementsprechend ihn nicht so gut ausgebildet habe oder ausbilden konnte. Ja, deswegen ist das beides nicht so unseres. Er kann sich nicht so lange konzentrieren. Schwierig. Ist einfach schwierig. Ja. Und unsere Stärke liegt dementsprechend natürlich, was heißt natürlich, aber die liegt dann im Umkehrschluss im Springen. Wir springen beide sehr gerne und haben da einfach Spaß dran. Ansonsten ist Robinius' große Stärke eben auch sein Charakter, finde ich. Ich kann mich immer auf ihn verlassen, ich weiß immer, was er macht und ich kenne ihn einfach. Und das ist ja in vielen Situationen echt gut. Die zweite Frage ist, hast du eine Reitbeteiligung? Ja, also ich habe keine Reitbeteiligung, ich reite nicht noch ein anderes Pferd mit, aber für den Robinio habe ich sogar momentan zwei Reitbeteiligungen, weil es mit der Schule und der Arbeit einfach ja, stressig geworden ist. Die dritte Frage, wie lange hast du dein Pferd schon? Ich habe mein Pferd seit dem 13.10.2005 und das sind mittlerweile, Moment, ich habe so eine kluge App. Das sind mittlerweile 3467 Tage oder 9 Jahre, 5 Monate und 29 Tage. Also rund 9,5 Jahre, kurz gesagt. So, die nächste Frage, Frage Nummer 4. Wie bist du zum Reiten gekommen? Ja, längere Geschichte. Ich wollte damals gar nicht reiten. Meine damals beste Freundin wollte gerne reiten und wollte aber nicht alleine anfangen, damit sie da schon mal irgendwen kennt und so. Und ja, dann bin ich mitgegangen und fand das irgendwie dann doch ziemlich toll. Und im Endeffekt hat sie dann aufgehört und ich mache weiter bis jetzt. Fünfte Frage. Wann saßt du das erste Mal auf einem Pferd? Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. So richtig mit Unterricht und Reiten anfangen und so, da war ich, glaube ich, 5. Ja. Frage Nummer 6. Was ist deine Lieblingsreitmarke? Ich habe gar nicht so eine Lieblingsreitmarke. An Schabracken finde ich für Dressur Eskadron ganz gut, weil die oft so schlichte Sachen haben. Die Cottons sind sehr schlicht. Die Big Squares sind ja auch relativ ruhig, so von der Optik her. Aber für meinen vielseitigen Ersatz liebe ich Hafer Polo. Ich finde das cool, weil Hafer Polo dann noch so ein bisschen ja, drumherum hat ums Logo und ja, es ist so ein bisschen peppiger. So, Frage Nummer 7. Was möchtest du mit Robinio noch erreichen? Oh, ich würde super gerne nochmal Turniere gehen und ich würde auch super gerne mal erfolgreich Turniere gehen. Und ansonsten würde ich gerne mal mit ihm ans Meer fahren und ja, ansonsten ist alles gut. So, Frage Nummer 8. Reitest du lieber Springen oder Dressur? Auf jeden Fall Springen. Ich reite auch gerne mal Dressur. Das kann ja auch ganz witzig sein und Spaß machen, aber in der Regel bin ich fürs Springen zu haben. Frage Nummer 9. Hattest du vor ihm schon ein anderes Pferd? Ja, tatsächlich. Und zwar, aber nicht lange. Also das kann man eigentlich gar nicht so dazu zählen. Das war so, dass wir ja dann irgendwann ein Pferd gesucht haben und dann haben wir erst ein anderes Pferd mitgenommen. War auch in Ordnung soweit, bis dann die Ankaufsuntersuchung, ja, bis wir die dann gemacht haben. Und da kam dann halt raus, dass er Hufroller hatte oder eine Hufrollenerkrankung hatte. Und da haben wir ihn dann doch leider zurückgegeben, aber es wäre Schwachsinn gewesen, ein Pferd mit Hufrollenerkrankung zu behalten, wenn man ihn noch nicht so lange hatte. Er war nur 4 Wochen bei uns. Ich hätte ihn natürlich gerne behalten, so als Zweitpferd. Der Trend geht immer zum Zweitpferd. Aber so ist es auch gut. Also so ist es auf jeden Fall besser. Wo war ich jetzt? Da. Frage Nummer 10. Gibt es etwas, wo du wünschst, dass es besser mit ihm klappen würde?
Nichts, was ich nicht ändern könnte. Ich könnte natürlich einfach mehr Dressur reiten und mehr auf Turniere fahren und mehr machen und so. Dann wird das bestimmt auch alles besser laufen. Es läuft ja nicht schlecht, aber wir sind halt auch kein Schleifensammler. Macht ja auch nichts. Muss ja auch nicht jeder sein. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, mit dem Pferd geht es einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Er ist eigentlich ein guter Allrounder und macht alles mit. Wenn es irgendwas geben würde, was noch nicht so gut läuft, dann würde es ja meine Pflicht sein oder dann wäre es ja an mir, das zu verbessern. Also ich kann mir nichts wünschen. Frage Nummer 11. Was sind deine Lieblingsteile an der Ausrüstung für dein Pferd und dann Klamotten für dich? Meine Lieblingsteile in der Ausrüstung für mein Pferd. Das ist schwierig. Ich liebe meine Lackbremse. Ich liebe meine Veredo-Gamaschen, ich liebe meine Spook-Schabracke, ich liebe beide Sättel, die sind beide so bequem. Ich liebe mein Vorderzeug, meine Aufsitzdecke. Also ich mag alles, was ich brauche. Und so einen richtigen Favorit, wo ich sage, oh mein Gott, das muss ich jedes Mal dabei haben. Ich mag alles gleich gerne, das wäre. Ja, ich mag alles gleich gern. Es ist alles gleich schön und gleich toll und alles hat so einen Track und sieht gut aus und ja, alles ist das. Und Lieblingsteile bei meiner Ausrüstung. Schwierig, ich muss ja gestehen, ich habe nicht viele reiche Klamotten. Also ich habe nicht viele Hafenkuchen-T-Shirts und Likör-T-Shirts oder so. Ich habe halt meine Reithosen, meine Stiefelschäfte. Das, was man wirklich dann zum Reiten braucht. Und ansonsten ziehe ich auch einfach mal ein T-Shirt an. Eben was für den Aufwand hier ist oder worauf ich gerade Lust habe. Aber was mir wirklich sehr wichtig ist, ist mein Reithelm. Der ist ja von Prestige Kaldena. Und der ist so ein bisschen diesem Charles Owen-Style gehalten. Und den wollte ich damals, den wollte ich im Herbst unbedingt haben. Und seitdem gehe ich da auch ganz vorsichtig mit um. Ich passe mal auf, dass er nicht dreckig wird, dass er nicht runtergeht. Und der ist mir wirklich sehr wichtig und das ist vielleicht auch so das, wo ich mit am stolzesten an meiner Reitausrüstung drauf bin. Ja. Oh, jetzt ist mein Handy ausgegangen. Frage 12. Wie lange reitest du schon? Also ich habe ja mit 5 angefangen, ich bin jetzt 21. Das sind dann 16 Jahre. Im Herbst. Hast du mehr Reitzeug oder hast Rubinho mehr Reitzeug? Auf jeden Fall Rubinho. Ich habe wie gesagt kaum Reitklamotten, so spezifisch. Ich ziehe obenrum an, was mir gefällt und reite so ein bisschen rein, aber da habe ich auch was verstehen von. Und Rubinho hat viel mehr. Macht aber auch immer so Spaß, Schabracke. Frage 14. Glaubst du lieber teures Markenreitzeug oder darf auch mal was günstiges sein? Es darf ja gerne mal was günstiges sein. Es kommt mir gerne drauf an, was jetzt das für Logo an der Seite drauf ist, sondern wie mir die Schabracke gefällt. Und das kann auch ein günstiges sein, das kann mal ein teures sein, aber es muss nicht immer nur teures Markenzeug sein, gerade weil sie aufregend stecken, Schabracken. Das muss nicht, die müssen nicht alle 70 Euro kosten. Alles, wo ich wirklich Markensachen kaufe, sind Gamaschen. Da habe ich einmal Escadron und einmal Veredus, aber das liegt auch eher daran, dass die bei meinem Pferd einfach super sitzen. Ich weiß nicht, er hat irgendwie komische Beine oder so. Jedenfalls sind Escadron einfach diese Haarstallen und Gamaschen einfach die am besten sitzen. Und die Veredus wollte ich einfach ganz gerne mal haben. Ansonsten darfst du gerne mal was Günstiges machen. 15. Wie viele Reithosen hast du? Ja, habe ich ja eben schon mal angeworfen. Ich habe 3 Stück. Ich habe 2 Profiteur, eine in braun, eine in schwarz und die HKM-Reithose von der Ikutana, die mit dem Jeansstoff. Die ist Jeansfarben, hat so ein blaues Leder, würde ich sagen. 3. 16. Wie viele Sets hast du für Rubinho? Boah, gute Frage. Muss ich mal einmal durchziehen. Ich habe nicht so richtig Sets.
Schabracke und Bandagen passend oder Schabracke und dann Fußpfleger machen die Fits. Gerade bei der Lackierseitigkeit oder in den Lackierseitigkeitsanteil habe ich einfach nur die Geräteskammaschine, weil ich die schön finde. Und dazu passen ja auch fast alle Schabracken-Fliegermaschinen der Schwarzen passend. In der Dessur haben wir das rosane Set. Wir haben altblau, wir haben blau, wir haben Champagnerfarben. Champagnerfarben, Schabracke mit vorne und diese, keine Ahnung, hier vorne. Dazu habe ich ja braune Bandagen. Dann haben wir die blaue Schabracke mit weißen Bandagen. Rote orange Schabracke mit weißen Eskadrollengamaschen. Ich würde sagen 10, 12 Stück oder so. Ich kann mich, was weiß ich jetzt nicht. Einiges. Frage 17, möchtest du noch ein Pferd? Der Trend geht zu zwei Pferden, habe ich eben schon mal gesagt. Ich möchte eigentlich momentan kein zweites eigenes Pferd. Was ich cool finden würde, wäre so eine Art Reitbeteiligung, weil ich finde immer, andere Pferde zu reiten, ist immer eine Erfahrung wert und man lernt auch was dadurch und man kann sich dann auch schneller mal umstellen. Und ich finde auch, oder was ich gemerkt habe, ist einfach, dass man das eigene Pferd in manchen Punkten dann auch zu schätzen weiß. Weil so vieles, wo man jetzt denkt, das ist ja normal, das kann man ja beim Leben so, das ist bei uns immer noch schlecht. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann sitzt man auf dem Pferd, wo eben vielleicht nicht alles gut ist, oder auch gerade junge Pferde, die eben noch nicht alles selbstverständlich können. Da merkt man dann eben, dass es nicht alles selbstverständlich ist und nicht alles bei jedem gleich läuft. Und ja, dass das eigene Pferd eben auch Dinge hat, auch Dinge kann. Ob ich jemals ein zweites Pferd kaufen würde, steht auch in den Sternen. Ich denke eher, dass ich Rubinio so lange wie möglich im Stall lasse. Eben, also jetzt nicht ihn weggebe, aber eben im Reitstall stehen lasse und ihn auch reiten werde. Und auch wenn er mal älter wird, würde er dann eher ein bisschen runterschrauben und ihn ganz normal weiter reiten und pflege. Und irgendwann, wenn er wirklich sein Rennen da dann auf irgendeiner Wiese genießen darf, dann könnte ich drüber nachdenken, ihn in den Jungen zu holen. So, Frage Nummer 18. Wie hoch springst du mit Rubinio? Ja, schwierig. Als wir noch im Training waren, sind wir so LM gesprungen. Dann haben wir ganz lange keine Springstunde mehr gehabt. Dann haben wir wieder ganz von vorne anfangen müssen. Dann hat er gelahmt. Dieses und jenes kam dann so zusammen. Und momentan sind wir auf dem guten Anliegen wieder. Ja. Frage Nummer 19. Wie hoch springt Rubinio beim Freispringen? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, was ich jetzt letztens mit Freispringen hochgeladen habe. Er springt so 1,50, 1,60. Das schafft er schon. Also ich weiß nicht, ob ich M oder X. Das macht er auch gut und er hat auch Spaß dran. Frage Nummer 20. Wie groß ist Rubinio? Ja, der ist ohne Eisen 1,63. Also 64. Frage Nummer 21. Was hast du auf der Equitana bezahlt? Also der ganze Tag mit allem zusammen, mit Essen und Trinken und alles und so hat jetzt schon ein bisschen mehr gekostet. Aber ich kann schon sagen, dass die Klamotten an sich relativ günstig waren. Ich habe ein Schläfchen aufgemacht. Das hat sich auf jeden Fall gut. Frage Nummer 22. Wie alt bist du? Ja, das habe ich irgendwie. Also öfter Leute. Ich bin 21 Jahre alt, bin am 4.11.1993 geboren worden und sehe ich jünger aus oder sehe ich älter aus? Ich hoffe, ich sehe nicht jünger aus. Also vielleicht noch ein bisschen, aber nicht so viel. So, jetzt habe ich noch mal Fragen. Das war so ein bisschen sogar allgemeinere Fragen. Das waren jetzt alles die Bälle bezogene Fragen. Und jetzt kommen noch mal von einer Freundin allgemeine Fragen und aber auch so, fangen wir einmal direkt an. Was trinkst du am liebsten bei Starbucks? So oft bin ich gar nicht bei Starbucks, muss ich sagen. Wir haben ja bei uns in der Stadt direkt kein Starbucks. Wir müssen dann immer in die nächstgrößere Stadt fahren und das sind dann auch wieder 20 Minuten. Klar, für manche Leute sind die frei, für mich schon. Aber wenn ich bei Starbucks bin, trinke ich am liebsten einen Chai-Tee. Ja, okay, hier kommt noch eine Pferdsfrage. Wie finanzierst du dein Pferd? Da muss ich gestehen. Meine Eltern zahlen ihn momentan noch.
mir ja weder ein Pferd kaufen, noch ein Pferd finanzieren. Und da war schon klar, dass ich das Pferd auf jeden Fall so lange zahlen, bis ich noch fertig bin und eben mein eigenes Geld habe. So, kannst du irgendwas Besonderes? Ja. Spielen. Ich konnte mal Blockflöte spielen. In der Grundschule. Da musste ich dann immer zu Weihnachten auf der Blockflöte irgendwelche Lieder vorspielen. Zu Hause, zum Glück. Aber ansonsten kann ich kein Instrument spielen. Gibt es ein großes Ziel, was du mit deinem Pferd erreichen möchtest? Ja, das überschneidet sich ja fast mit der anderen Frage. Ich würde gerne Turniere gehen. Ich würde gerne mal ein Schleifchen sammeln mit ihm, ans Meer fahren. Und was ich total toll fände, wäre, wenn er sich auf Kommando hinlegt und ich mich dazulegen könnte. Das ist für mich einfach, ist einfach schön. Was ist deine Lieblingsmusik? Habe ich auch keine spezielle. Ich höre eigentlich das, was so in den Charts kommt, was mir so gefällt. David Guetta, Avicii. Alles so. Vorzugsweise Lieder, die ich gut mitsingen kann im Auto, weil ich so gerne im Auto singe. Da hört mich ja auch keiner zum Glück. Ansonsten alles, was so in den Charts läuft halt. Magst du Bodenarbeit? Ja, ich finde Bodenarbeit total klasse und es macht auch super viel Spaß. Gerade auch mit Rubinio, weil er so auf einen achtet und so schnell Dinge lernt und auch annimmt. Ich finde, das ist eine gute Sache. Wovor hat dein Pferd Angst? Ja. Schafe. Jetzt ist es raus. Rubinio hat Angst vor Schafen. Wir waren gestern ausreiten. Ich weiß gar nicht, wann das Video heute rauskommt, aber wir waren am Freitag ausreiten. Letztens, gestern und ja. Momentan stehen Schafe bei uns in unmittelbarer Nähe zum Stall. Auf dem Hinweg standen die nur 3 Meter weiter weg vom Zaun. Da war noch alles in Ordnung. Auf dem Rückweg standen die Schafe am Zaun. Und dieses Pferd ist nicht daran vorbeigegangen. Ich musste nachher absteigen und ihn dran vorbeiführen, während er wild schnaubend und hänselnd nebenher lief, weil da standen Schafe. Wir sind daran vorbei gewesen, alles war gut. Das Pferd war tiefenentspannt, ich konnte wieder aufsteigen. Aber ja, er hatte wirklich Schiss, er hat sich nicht angestellt, er hatte wirklich richtig Angst. Man konnte das kleine Pony jetzt ganz so erschlagen spüren. Ja. So. Die letzte Frage. Was mag dein Pferd besonders gerne? Mein Pferd mag besonders gerne gekratzt zu werden. Also wenn es jetzt im Fellwechsel gerade irgendwo juckt, gerade so unter der Decke, ist es ja schnell mal, dass die anfangen zu schuppen und einfach ja, schmantig sind. Und wenn man dann so ein bisschen kratzt, da steht er drauf. Da verringt er den Hals und macht die Nase lang. Das mag er wirklich gerne. Und ansonsten mag er gerne springen. Toben, fetzen, fressen, wie jedes Pferd wahrscheinlich. Ja. Ansonsten ist er ganz normal. Aber er lässt sich halt gerne kratzen. So, ich sehe auch gerade, das Video geht schon 20 Minuten lang. So, ich sehe auch gerade, das Video geht jetzt schon 20 Minuten lang. Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt. Es war richtig cool. Und vielleicht habt ihr ja öfter mal Lust dazu. Also ich beantworte natürlich auch gerne eure Fragen einfach so. Aber von Zeit zu Zeit so ein Fragen-Antworten-Video finde ich auch immer ganz cool. Wenn ihr sonst noch Videowünsche habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Hier so, da so. Und ich verlinke euch in der Infobox auch nochmal die beiden Videos von der Equitana. Das ist ja jetzt auch schon wieder länger her.
zwei oder drei Wochen oder so. Aber jedenfalls habe ich da einen Haul gedreht und eben auch ein Impressionsvideo hochgeladen. Und vielleicht habt ihr Interesse, euch das beides einmal anzuschauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.